Guten Morgen. Wie spät ist es denn? Na, das ist vielleicht eine Begrüßung. Willst du mir nicht zuerst sagen, was für eine schöne Nacht das war? Und was für ein wunderbares Frühstück ich dir gemacht habe? Es war eine wundervolle Nacht und ich hab dich schrecklich gern. Aber zum Frühstück trinke ich lieber Tee. Gut, dann koche ich dir einen. Nein, lass nur. Willst du dich überrumpelt? Überrumpelt? Wieso? Weil ich hier einfach so aufgetaucht bin. Du wachst auf und plötzlich liegt ein Mann neben dir. Und er weckt nicht den Anschein, als wollte er sich so schnell wieder davonstehlen. Nein, den Eindruck erweckt er nicht. Und das ist auch gut so. Isst du nichts? Mm-mm. Heute Morgen ist mir sehr englisch. Aha. Und wie sind die Engländer so morgens? They have a cup of tea or coffee, wie in diesem Fall. Und dann warten sie erst mal ab, wie sich der Tag entwickelt. Nach ein paar Stunden schlagen sie dann zu. Fish and Chips, Ham and Eggs, Porridge mit Sirup. Oh je, das habe ich alles nicht im Hause. Tja, dann wird's wohl nichts mit uns beiden. Schade. Ich habe dir schon dein Arbeitszimmer hergerichtet. Was? Wann bist denn du aufgestanden? Um 8. Aber nur weil Sonntag ist. Sonst bin ich früher dran. Die Kluft zwischen uns wird immer größer. Tja, Herr Sachbuchautor, in Moselbrück gehen die Uhren eben anders. Dafür haben Sie hier die Ruhe und Geborgenheit, sich ganz auf Neuseeland konzentrieren zu können. Ich wollte mich eigentlich nicht nur damit beschäftigen. Sondern? Ich habe da ein neues, interessantes Sachgebiet gefunden. Nur mein Buch über Neuseeland, das schreibe ich natürlich fertig. Aber meine Gedanken sind längst bei diesem neuen Thema. Und wie heißt es? Das Leben der Hannah Zerfass. Wird das ein Buch? Ein Liebesroman. Mein letzter Ausflug in dieses Genre ist leider gescheitert. Ich habe eben nicht genau genug recherchiert. Aber das soll diesmal besser werden. Ich werde dir dabei helfen, wenn du möchtest. Musst du auch. Alleine schafft man sowas nicht. Soll ja ein Bestseller werden. Aber nur in einer ganz kleinen Auflage. Nur 2 Stück. Eins für dich und eins für mich. Papa? Philippe, bonjour. Mon père n'est pas là? Il a été obligé de partir de très bonne heure ce matin. Les affaires. Mais il a laissé cette lettre pour vous. Merci, Philippe. Du, Martin, ist zwischen dir und Michelle wirklich wieder alles in Ordnung? Ja, Mutter. Ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Nicht, dass du mich missverstehst, aber Michelle hat hier eine Umgebung, wo sie es sich leisten könnte, mit Martin allein zu leben. Was willst du damit sagen? Ja, du siehst doch, wie das hier ist. Personal, Kindermädchen, das Schloss. Da fällt es einer Frau leicht zu sagen, ich ziehe mein Kind allein auf. Mutter, du vergisst, dass Michelle und ich uns lieben. Ja, ich weiß. Ach, ich meine doch nur. Ich will mich ja nicht einmischen, nur der Rat einer Mutter. Michelle ist immer sehr verwöhnt worden. Ihr Vater hat ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Er ist eifersüchtig auf dich, das sehe ich doch. Ach, Quatsch. Glaub mir, Väter sind so. Sie lieben ihre Töchter und der Schwiegersohn bleibt der ewige Konkurrent. Und dazu kommst du noch aus anderen Verhältnissen. Ach, ich will doch damit nichts sagen. Was willst du denn damit sagen, Mutter? Ach, Martin, ich möchte doch nur, dass du glücklich wirst. Ich habe mir so oft Vorwürfe gemacht, dass ich dich mit deinem Vater allein gelassen habe. Ich hatte so wenig Einfluss auf dich. Und jetzt bin ich plötzlich Oma. Sogar schon 2-mal. Ist alles so schnell gegangen. Ach, Mutter, mach dir bitte keine Gedanken. Michelle und ich, wir verstehen uns wieder. Und was den Reichtum der Familie Berthe betrifft, das alles hier, das ist Paul. Michelle und ich, wir haben eine eigene Familie gegründet. Und die heißt Zerfass. Dass Sie unvernünftig sind, ist ja Ihre Sache. Und dazu sage ich auch nichts mehr. Aber dass Sie jetzt auch noch den Jungen in Ihre Saufgelage mit reinziehen. Was heißt hier Saufgelage? Wir haben Elfriedes Geburtstag gefeiert. Da kann man ein paar Gläschen Wein drauf trinken. Fläschchen meinen Sie wohl. Sie können von Glück reden, dass heute Sonntag ist. Und du, Günther,
Willst du auch mal so werden? Ist dein Onkel nicht abschreckendes Beispiel genug? Ist ja gut, Frau Brüdinger. Ist ja wirklich gut, Frau Brüdinger. Nun lassen Sie uns mal allein. Wir haben Sie vorher so schön gesagt, heute ist Sonntag. Das sollten auch Sie einmal ausspannen. Wenigstens Ihr Mundwerk. Dann wünsche ich den Herrn noch einen schönen Tag. Wo der Wein steht, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu sagen. Ist mir schleierhaft, wie ich es die ganzen Jahre mit ihr ausgehalten habe. Ich kann froh sein, dass sie heißt. Ach was, aus purem Mitleid habe ich sie noch. Was soll sie denn machen ohne mich? In ihrem Alter kriegt sie doch keinen neuen Job. Die Jungen sind gefragt. So, damit wären wir wieder beim Thema. Hermann Fabian. Du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Mein Entschluss steht fest. Sobald der hier auftaucht, hau ich ab. Wo bist du denn hin? Ich werde schon was finden, da mach dir mal keine Sorgen. Ja, Mensch, Gunther, bei mir ist das doch gut. Was soll das Gerede? Ludwig, ich will ganz ehrlich sein. Mir stinkt das mit dem Hermann. Wer weiß, was das für einer ist? Herrgott, Gunther, das muss er doch verstehen. Ist für mich auch nicht einfach, nach über 2 Jahrzehnten plötzlich Vater zu werden. Versetz dich mal in meine Lage. Man ahnt von nichts. Und da taucht plötzlich einer auf und sagt, er ist dein Sohn. Ich habe doch eine gewisse Verantwortung. Wenn er fragt, ob man hier anfangen kann, da kann ich doch nicht einfach Nein sagen. Und ich? Was ist mit mir? In deiner Position wird sich nichts ändern. Der Hermann ist doch noch ein Grünschnabel in der Branche. Und Weinhandel hat doch der keine Ahnung. Also, ich stelle mir das so vor. Er fängt bei uns an und wird dir unterstellt. Und du bringst ihm das bei, was ich dir beigebracht habe, dann werden wir schon sehen. Und was die Erbschaft betrifft, so ein gut gehender Laden ernährt er 2. Ich weiß nicht, Ludwig, ich habe keine Lust, schon wieder einen vor die Nase gesetzt zu kriegen. Ja, hörst du mir denn nicht zu? Vor deiner Nase sitzt nur einer, und das bin ich. Du wirst der zweite Mann in der Firma. Das hätte ich gerne schriftlich. Das kriegst du sogar einen Kling in der Münze. Ich erhöhe dein Gehalt um 200 Mark. Damit wäre ich endlich auf Tariflohn. Und was ist, wenn dein lieber Sohn Hermann nichts taugt? Dann fliegt er wieder. Da kenne ich nichts. Auch wenn es mein eigen Fleisch und Blut ist. Hallo, Martine. Hallo, Martin. Hallo, ihr zwei. Hat Martin noch nicht protestiert? Nein. Wo warst du denn so lange? Böse. Solange du zurückkommst. Also, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Was dich aber nicht hindert, mir stundenlang Löcher in den Bauch zu fragen über Dr. Jentsch. Ja, weil ich dich ablenken wollte. Also, wie sieht er denn aus, dieser Dr. Jentsch? Also toll. Ein schlanker Mitfünfziger, graue Schläfen, sehr sympathisch. Genau das Richtige für Hanna. Und hast du mit ihm gesprochen? Ja, er hat eine wohlklingende Stimme, eine tolle Erscheinung. Aha. Er hat gerade mal guten Tag zu ihr gesagt. Was gibt's denn da zu lachen? Man kann sehr wohl an der Stimme eines Menschen seinen Charakter erkennen. Jedenfalls, ich kann das. Meinst du, du kannst hier arbeiten? Ja, wunderbar. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass man überall arbeiten kann. Alles, was ich brauche, ist ein Tisch und ein Stuhl. Und das Licht? Meinst du, dass das Licht ausreicht, oder soll ich dir eine Schreibtischlampe von unten raufholen? Hanna, es ist alles wunderbar. Mach dir keine Gedanken. Wenn ich irgendwas brauche, besorge ich es mir. Ich möchte nicht, dass du dein Leben umkrempelst, nur weil ich jetzt hier bin. Ich möchte es aber. Wenn du magst. Also doch die Schreibtischlampe. Was? Na? Also ja, meinetwegen. Hanna? Ja? Was würde denn deine Familie sagen, wenn ich mich hier einniste? Machst du dir darüber Gedanken? Ja, muss ich doch wohl, oder? Das brauchst du aber nicht. Ich bin sicher, dass sie dich alle mögen. Außerdem, Michelle und Martin haben ihre eigene Wohnung und Gunther wohnt bei Ludwig. Also, mach dir keine Sorgen. Na. Wo denn hingefahren? Nach Montreal. Montreal. Madrid, New York, mein Gott. Dabei ist es hier so schön. Und alles nur, um noch mehr Geld zu verdienen. Er tut das nur für mich. Und ist für dich nie da.
Hat das Martin gesagt? Nein, sage ich. Und weißt du warum? Weil ich auch nie für Martin da war und nichts. Auch nicht noch so viel Geld das ersetzen kann, was Kinder wirklich brauchen. Vater und Mutter, die für sie da sind. Verstehst du? Entschuldigung? Ja? Wissen Sie, wo ist das Weingut Zelfas? Tut mir leid, wir sind nur zu Besuch. Danke. Fragen Sie doch mal in dem Gasthof da hinten, die können Ihnen sicher helfen. Vielen Dank. Zapytam o drogę i zaraz wracam. Dobrze. Guten Tag. Tut mir leid, wir haben schon geschlossen. Wir machen erst um 6 wieder auf. Entschuldigung, können Sie bitte mir sagen, wo ich das Weingut Zelfas finde? Das ist nicht weit von hier. Warten Sie, ich zeig's Ihnen. Vielen Dank. Bitte schön. Wer war denn das? Erntehelfer aus Polen. Die wollen zu den Zelfas. Komm ein bisschen spät, findest du nicht? Was ist denn das? Ich war im Reisebüro. Was hältst du davon, wenn wir über Weihnachten hier alles zumachen und irgendwo hinfahren? Wohin denn? Na, irgendwo, wo es warm ist. Gran Canaria, Lanzarote. Das soll es fantastisch sein. Tja. Und das Festtagsgeschäft? Wir können doch nicht einfach zumachen. Mensch, Karl, wir arbeiten doch wirklich genug. Ein, zwei Wochen im Jahr sollten wir uns schon gönnen. Und das Geld dazu haben wir doch auch, oder? Das schon, aber 2 Wochen den Laden schließen? Wir sollten uns wirklich mal ein bisschen mehr Zeit füreinander nehmen. Mal gemeinsam ausgehen, nach Koblenz oder nach Trier wenigstens. Was hältst du davon, wenn wir nach Luxemburg fahren und in Saint-Michel essen gehen, ha? Zu Bernard? Ja. Der kann doch nicht kochen, dann mache ich uns lieber Ach, selber hier. Ach, du machst gar nichts. 14 Stunden am Tag stehst du in der Küche. Lass dich doch auch mal verwöhnen. Dazu bist du ja da. Also fahren wir morgen. Kann ich dir jemals einen Wunsch abschlagen? Aber dann fahren wir gleich morgen Mittag, ja? Und sehen uns noch ein bisschen in der Stadt um. Aha, daher weht der Wind. Was meinst du damit? Du willst nicht zufällig noch in 1, 2 Boutiquen reinschauen, weil du nichts mehr zum Anziehen hast? Du kannst mir doch keinen Wunsch abschlagen. Hast du gesagt, oder? Guten Tag. Guten Tag. Herr Zelfas? Nein. Aber hier ist doch das Weingut Zelfas. Ja, das ist schon richtig. Sie wollen sicher zu Frau Zelfas. Ja. Und hier sind Ihre Arbeitspapiere. Danke, Madame. Besuch für dich. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind die Erntehelfer aus Lodz. Ja. Endlich. Ich bin Hanna Zelfas. Beata Mrozowski. Entschuldigung, dass wir zu spät kommen. Aber das Auto ist uns gleich nach der Grenze kaputt gegangen. Das ist meine Tochter Basha. Guten Tag. Guten Tag. Gott sei Dank ist nichts Ernstliches passiert. Wir haben gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Ich könnte leider nicht erinnern. Ach, es macht nichts. Hauptsache, Sie sind da. Also ich würde vorschlagen, Sie gehen jetzt erstmal in Ihre Unterkunft zu Ihren Landsleuten, um sich ein bisschen von der Reise auszuruhen.
Das ist Herr... Schwirmtrick. Er hat sie vermittelt. Er wird Ihnen alles erklären. Ja, heute passiert sowieso nichts mehr. Aber morgen früh um 8 treffen wir uns alle hier auf dem Hof. Okay. Wir werden hier sein. Jedziemy do pozostałych. Jutro zaczynamy pracę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, brauchen Sie noch was? Danke. Ich glaube, wir haben alles dabei. Wenn Ihnen was fehlt, dann sagen Sie es nur. Ich helfe Ihnen gern. Czy ona jest zła, że się spóźniłyśmy? Nie, cieszę się, że wreszcie jesteśmy. Gdzie będziemy mieszkać? Wsiadaj, ja wszystko pokażę, dobrze? Ihr habt Polen als Erntehelfer? Ja, zum ersten Mal. Die anderen Weingüter machen das schon seit Jahren. Aber für das Geld, was wir zahlen können, kriegst du in der Gegend niemanden. Na, jetzt bin ich ja da. Was denn? Du willst mit in den Wingern? Natürlich. Ich kann zwar nicht versprechen, dass ich jeden Tag mitkomme, aber morgen schaue ich mir das mal an. Erstens bin ich von Beruf aus neugierig. Zweitens muss ich doch mal sehen, wo du deine Brötchen verdienst. Na, da wirst du dich aber umgucken. Von Moselromantik keine Spur. Weinanbau, vor allen Dingen die Lese, das ist Knochenarbeit. Besonders bei unseren Steillagen. Also Sachbuchautor, Herr Doktor. Ja, aber ich glaube, auf den Doktor sollten wir in diesem Kreis verzichten, gnädige Frau. Danke. Dann sollten Sie aber auch Elfriede zu mir sagen. Also, ich dachte, bevor ich es euch allen einzeln sage, habe ich diesen kleinen Empfang vorbereitet, um euch mitzuteilen, dass Werner jetzt auf Moselbrück bleibt. Für immer? Ja, das wissen wir noch nicht. Aber möglich ist alles. Vorausgesetzt, Sie haben nichts dagegen. Natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Also das ist ja wie eine Verlobung. Hanna, ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Ich habe dir immer gesagt, eines Tages kommt noch der Richtige. Wann soll denn die Hochzeit sein? Mutter! Dr. Werner Jentsch. Haben Sie mal ein Buch geschrieben über die Römer in Trier? Ja. Augusta Trevarorum, aber das ist lange her. Sie haben es doch nicht etwa gelesen? Na doch, ich musste. Ich habe in Trier studiert. Dort gehört es sozusagen zur Allgemeinbildung. Es war ein ziemlicher Schlauch, sich da durchzukämpfen. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Was meinen Sie, wie schwer es war, das zu schreiben? Die meisten Informationen standen ja noch auf Steinplatten. Willkommen auf Moselbrück, Herr Jentsch. Woran arbeiten Sie zurzeit? Ich schreibe über Neuseeland. Neuseeland? Da kommen doch die Kiwis her. Meinen Sie diese vitaminreichen Früchte? Mhm. Da wäre dann noch der finnische Dichter Alexis Kiwi, der in geistiger Umnachtung endete. Aber das hatte andere Gründe, denn in Neuseeland war der nie. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit all diesen Fachsimpeleien. Das ist doch hochinteressant. Bitte erzählen Sie weiter. Wenn das Buch fertig ist, gebe ich Ihnen eines meiner ersten Exemplare mit einer persönlichen Widmung. Vielen Dank, Herr Doktor. Den Doktor wollten wir doch vergessen. Ach ja, natürlich. Also, dann würde ich mal sagen, wir stoßen jetzt alle an auf die Zukunft von Hanna und Werner Jentsch auf Moselbrück. Für die Jolie Rêve. Ferme les yeux. Oui, c'est bien comme ça. Et sois sage. So, sie ist jetzt im Bett. Schön, dass du wieder zurück bist. Ich war ziemlich einsam ohne dich. Nun bin ich ja wieder da.
Martin, wir müssen ganz ehrlich miteinander sein. Versprichst du mir das? Versprochen. Ich habe nichts dagegen, wenn du zu Angelika fährst und deinen Sohn besuchst. Nur sag es mir. Ich möchte es nicht von irgendjemandem zufällig erfahren. Das ist nicht so einfach für mich. Ich habe immer das Gefühl, ich würde dir wehtun, dich verletzen. Aber er ist mein Sohn. Du musst mir einfach vertrauen. Es geht mir nur um Alexander, nicht um Angelika. Ist gut. Versprichst du mir auch etwas? Ja. Wenn es wieder einmal etwas gibt zwischen uns, dann komm bitte erst zu mir und geh nicht zu deinem Vater. Ich schätze Paul sehr, aber wir sollten mit unseren Problemen allein fertig werden. Ja, aber du musst mich auch verstehen. Meine Gedanken haben verrückt gespielt. Ich war so verzweifelt, dass ich mir von dir trennen wollte. Und zwar für immer. Ist das wahr? Ja. Und wenn mein Vater mir nicht zugeredet hätte... Du musst mir glauben. Es hat nie einen Grund für dich gegeben, eifersüchtig zu sein. Angelika hat einen Arzt kennengelernt und zieht mit ihm in Stuttgart. Und was ist mit Alexander? Na, der nimmt sie natürlich mit. Und was machst du, wenn du ihn sehen willst? Na, dann fahre ich einfach nach Stuttgart. Mein armer Martin, du hast es nicht einfach mit deinen zwei Babys. Los! Wartet! Ich komme mit! Morgen! Moin! Morgen allerseits! Morgen. Ja, weggegangen, Platz vergangen. Was? Ach, nichts. Warum bist du denn nicht im Bett geblieben? Hab doch gesagt, ich komme mit. Ich hab das für einen Witz gehalten. Aber ich freue mich. Siehst du? Hab ich mir doch gedacht. Mann, hast du mich erschreckt. Was machst du denn schon hier? Ich arbeite. Ich habe mir unseren Lagerbestand ausdrucken lassen. Inventur? Wozu denn das? Ich habe gestern Abend Bethke Junior getroffen. Die von der Metzgerinnung wollen dieses Jahr zum Weinfest in Traben-Trarbach ein eigenes Zelt aufstellen. Ich habe ihn überzeugt, 5000 Liter Kabinett von uns zu nehmen. 5000 Liter, die Metzgerinnung? Der Bethke nimmt von uns? Wenn man ihm ein attraktives Angebot macht? Und das hast du gemacht? Du bist doch nicht etwa wieder mit dem Preis runtergegangen? Ja. Mensch, Gunther, wie oft habe ich dir schon gesagt, keine Geschichte. Ich meine nicht auf, Ludwig, wir kriegen unser Geld. 4,50 pro Liter. Was ist daran für Bethke so attraktiv? Ich habe ihn den Wein in Kommission verkauft. Wir müssen nur zurücknehmen, was nicht weggeht. Ja, Kommission. Wein hergeben ohne Geld. Das schmeckt mir aber gar nicht. Also Ludwig, ich verkaufe dir 5 Fuder Kabinett und du ziehst ein Gesicht. Verkauft? Verkauft ist der Wein erst, wenn das Geld auf der Bank liegt. Das ist hier noch nicht der Fall. Ludwig. Geschäfte in der Größenordnung von über 2000 Mark hast du vorher mit mir abzusprechen. Und bei 5 Fuder Kabinett sind sie wohl erheblich drüber. Das ist doch hier was anderes. Es geht um Kommissionsware. Da ist doch kein Risiko. Und da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Auf jeden Fall hättest du mich vorher informieren müssen. Soll ich dich nachts aus dem Bett holen und dich erst fragen? Ja. Wie sieht denn das aus? Moment mal, ich muss erst meinen Onkel fragen. Entweder bin ich dein Mann oder nicht. Aber du bist mein Mann. Aber du musst noch eine Menge lernen. Und das kostet auch eine Menge Lehrgeld. Und ich bin nicht bereit, das aus meiner Tasche zu zahlen. Und nun? Was soll ich jetzt machen? Mach weiter. Aber halt mich auf dem Laufenden. Okay. Übrigens, du wolltest mir doch noch was schriftlich geben. Schriftlich?
Was denn? Meinen Vertrag. Ach ja, ich sag der Billiger nachher Bescheid. Geht's noch? Prima. Na, geht's? Ja, prima. Heute nicht einfahren. Wieso? Die einen können es nicht und die anderen turteln. Hoffentlich schaut dein Vater nicht zu. Kümmer du dich um deine Arbeit. Hat sich ja viel verändert, seit du nicht mehr da bist, alter Zerfass. Naja, wir sehen uns ja bald. Ist ja ganz schön steil hier. Na, du bist wohl nicht schwindelfrei, was? Ach, bis jetzt hatte ich damit keine Probleme. Ach, ist ein herrliches Panorama. Ja, ja, die da drüben haben es leichter. Die gehen mit dem Vollernter drüber. Die brauchen nur Stunden, wofür wir Tage brauchen. Ist das da drüben der gleiche Wein? Das ist Müller-Thurgau, Kerner, Bacchus, das sind alles Neuzüchtungen. Die sind ein bisschen ertragreicher als unserer Riesling. Aber unsere hat bessere Qualität. Das ist was ganz Besonderes. Das macht der schieferhaltige Boden. Der speichert tags die Wärme und gibt sie nachts wieder ab. Danke, es geht schon. Haben Sie sich verletzt? Nein, nein. Mit den Schuhen können Sie hier nichts werden. Ja. Haben Sie denn keine Gummistiefel? Ich habe sie vergessen. Aha. Welche Größe haben Sie denn? 38. Dann kriegen Sie morgen welche von uns. Danke. Mit diesen Händen haben Sie wohl nie viel gearbeitet. Oh doch, aber das hier, das mache ich zum ersten Mal. Meinst du, vier für jeden reichen? Das ist doch viel zu viel. Es gibt noch Kartoffelsalat. Kann man ja auch noch kalt essen. Wenn du auf Martin aufpasst, kann ich vielleicht das Essen in den Winger bringen. Nein, lass mal. Ich mach das schon. Sandwich auch noch? Nur ein paar für Dr. Jentsch. Weiß doch nicht, ob er Frikadellen mag. Warum soll er keine Frikadelle essen? Nur so zur Sicherheit. Der hat doch sicher ganz andere Essgewohnheiten. Ich glaube, du übertreibst. Wieso? Ist doch keine Mühe. Macht mir Spaß. Man kann sagen, was man will. So ein Doktortitel hat schon was Besonderes. Schade, dass Martin nicht promoviert hat. Das Zeug dazu hätte er gehabt. Aber ihr seid ja auch so glücklich. Ja, und ich liebe Martin so wie er ist. Ich brauche keine Doktorzerfassung. Nein, natürlich nicht. Ich meine ja nur. Aber ein Akademiker in der Familie ist immer gut. Wenn Werner bleibt, haben wir ja einen zum Vorzeigen. Aber ich bin nicht sicher, ob er sich gerne verquallen lässt. Nein, dazu ist er viel zu bescheiden. Ach, wenn ich jünger wäre, der würde mir auch gefallen. Der Dr. Jentsch. Elfriede? Ja? Es ist genug Salz. Oh Gott! Ab
Aber Ihr Sohn und ich waren uns doch einig. Warum denn plötzlich? Unser Kabinett kommt aus Spitzenlagen. Den kann man doch überhaupt nicht mit dem Müller-Thurdau vergleichen. Herr Bethge, Sie können mich doch jetzt nicht hängen lassen. Der Wein ist verladefertig und jetzt hängen Sie einfach ab. Was meinen Sie, wie es mir leid tut? Wiederhören. Scheiße. So, kommt er. Das ist Hermann, mein Filius. Gesehen habt ihr euch ja schon. Jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen beschnuppern. Tag. Tag. Hermann ist gerade auf dem Weg nach Trier und hat bei uns vorbeigeschaut. Ihr habt gerade mit ihm ausgemacht, dass er im Frühjahr bei uns anfängt. Ich zeige ihm mal unseren Laden, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Ach, Gunther, bei dem Kommissionsgeschäft mit der Metzgerinnung, wann soll denn da geliefert werden? Donnerstag. Ich habe gerade mit denen telefoniert. Und? Es gibt ein paar Probleme, aber ich fahre nachher rüber und regel das. Sag bloß nicht, das Geschäft ist schon geplatzt. Heute Morgen eröffnet er mir, dass er 5 Futter Kabinett in Kommission verkauft hat. Ich habe mir gleich gedacht, dass die Sache einen Haken hat. So eine Nacht- und Nebelaktion. Und ein paar Stunden später, und die Sache löst sich in Schall und Rauch auf. Warum wollen die denn plötzlich nicht mehr? Wer sagt denn, dass die nicht mehr wollen? Das Geschäft geht in Ordnung. Es gibt ein paar kleine Probleme, aber ich mach das schon. Natürlich, mach nur. Ich lass mich überraschen. Tja, Hermann, wollen wir mal sehen, was aus dem Geschäft wird. Vielleicht können wir von Gunther noch was lernen. Ja, dann führe ich dich mal rum. Lass mal. Du hast bestimmt Wichtigeres zu tun. Ich kenne solche Betriebe. Ich habe in meinen Semesterferien immer in Weinhandlungen gejobbt. Ach, du hast schon im Weinhandel gearbeitet? Zuletzt im Badischen, bei Heidinger. Kennst du die? Heidinger? Keine schlechte Adresse. Und du? Ludwig hat mir erzählt, ihr habt ja ein Weingut. Bist du gar nicht bei der Lese dabei? Ich bin jetzt fest bei Ludwig. Um das Weingut kümmert sich mein Bruder. Der Martin, nicht? Wir sind ja eigentlich eine Familie. Cousins, oder? Ja. Was machen wir nun? Willst du nicht doch den Betrieb angucken? Na, okay. Dann schaue ich mir euren Laden mal an. Frikadelle. Frikadelle. Das ist Kartoffelsalat. Kartoffelsalat? Das siehst du, das kannst du. Da macht ihr doch den Wodka draus. Ich natürlich. Ihr macht doch Wodka aus Kartoffeln, aber ihr müsst mal unseren Wein probieren. Nee, ihr müsst doch probieren, was ihr hier pflückt. Na siehst du, wenn es den nicht mehr gibt, dann hört sich die Welt auf zu drehen. Prost. Das glaub ich. Ich habe auch noch Sandwiches gemacht, falls Ihnen die Frikadelle nicht schmeckt. Das sind wunderbar, Ihre Frikadellen, Elfriede. Ach, Sie können mir das ruhig ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich doch die Sandwiches gemacht, falls Sie... Elfriede, ich möchte Ihnen eine meiner geheimen Leidenschaften verraten. Selbst wenn ich in den besten Etablissements der Welt verkehrt habe, insgeheim habe ich mich immer gesehnt nach einer handfesten Frikadelle. Wenn Sie erlauben, nehme ich mir noch eine. Ach, das freut mich. Allerdings, der Kartoffelsalat... Es tut mir leid, mir ist da ein kleines Malheur passiert. Hm, versalzen. Elfriede, was hat denn das zu bedeuten? Verliebt? Warum? Was meinst du damit? So schlimm ist es gar nicht. Ja. Woher können Sie eigentlich so gut Deutsch? Ich habe es in der Schule gelernt. Ach, darf ich fragen, was Sie in Polen machen? Ich bin Ärztin. Ärztin? Wieso kommt eine Ärztin zur Weinlese an die Mosel? Weil ich Geld verdienen muss. Ich habe mir Urlaub genommen, um hier etwas einzukaufen. Ich brauche Medikamente, die bei uns nicht zu bekommen sind. Jedenfalls nicht für unsere Währung. Ich habe darüber in der Zeitung gelesen. Die Versorgung mit Medikamenten in Polen ist kritisch. Ihre Herstellung wäre kein Problem, aber dafür fehlt es an Rohstoffen. Und die können Sie nicht bezahlen, das ist ein Teufelskreis. Die Ärzte in Polen sind wirklich nicht zu beneiden. Arbeiten Sie im Krankenhaus? Nein, ich habe eine Praxis in einem Vorort von Łódź.
Und Sie kommen von Lodz hierher, um für die Medikamente zu arbeiten. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, im Moment jedenfalls noch. Und was sind das für Medikamente? Antibiotika, Herzpräparate, simple Magen-Darm-Tabletten. Es wird Ihnen lächerlich erscheinen, dass hier bekommt man die Sache in jeder Apotheke. Aber das ist ja furchtbar. Wenn es auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, habe ich mich doch entschlossen, es in Deutschland zu besorgen. Bacher hilft dabei. Es fehlen natürlich auch viele andere Dinge. Und von dem Geld, das Sie hier verdienen, wollen Sie all das kaufen? Naja, natürlich, nur so viel ich bekommen kann. Ich habe auch Dollars aus Polen mitgebracht, die mir Patienten mitgegeben haben. Tja, Leute, auf geht's. Wir müssen den Wingert heute noch schaffen. Kochani, my musimy to dzisiaj wszystko skończyć. Zack, zack! Ich find's großartig, was Sie dann machen. Na, geht's noch? Na ja, prima. Angelika Rowitz? Hier ist Michelle Zerfass. Michelle? Ich habe gerade ein Bild gefunden, wo Martin und Alexander drauf sind. Oh ja, das habe ich gemacht, als Martin hier war. Alexander ist ein hübscher Junge. Danke. Jetzt verstehe ich auch, warum Martin zu Ihnen fahren wollte. Ich habe einfach an das Kind nicht gedacht. Michelle, Sie brauchen mir nichts zu erklären. Doch, doch. Martin hat nun mal zwei Kinder. Ich möchte damit noch mal sagen, ich habe nichts dagegen, wenn er Alexander besucht. Das freut mich. Michelle, wissen Sie, ich gebe zu, dass es mir anfangs schwer gefallen ist, Sie zu akzeptieren. Ich habe halt sehr an Martin gehangen und zu lange gehofft, dass er vielleicht doch noch eines Tages. Aber das ist jetzt vorbei. Ich habe jemanden gefunden, der Alexander liebt und mit dem ich mich sehr gut verstehe. Wir werden nach Stuttgart ziehen. Ich packe gerade die Umzugskartons. Oh, dann störe ich dich ja, pardon. Nein, nein, ich finde das sehr schön, dass Sie angerufen haben. Es war eine gute Idee. Wir wollten uns ja auch mal treffen, aber ich habe in der letzten Zeit so viel zu tun gehabt. Martin wollte ja auch noch mal kommen, bevor ich hier weg bin. Ich werde es ihm ausrichten. Und viel Glück für Ihre Zukunft. Danke. Ihnen auch. Na, Alexander, wollen wir noch mal ein Abschiedsfoto machen? Ja, guck mal hier. Achtung. Hoppla! Geht's noch? Na, schon Feierabend? Nein, ich wollte nur einen Schluck trinken. Ja, ja. So eine Weinnese macht durstig. Gibt's hier kein Wasser? Wasser, das braucht man höchstens zum Gläserspülen. Ja, man kann es auch trinken. Aber Wein ist besser. Oh, nein, danke, das haut mich jetzt um. Meine Devise, Wein erst nach Sonnenuntergang. Ja, das kann aber noch lange dauern. Nein, Matzenbach, wird es ein guter Jahrgang? Das wird ein guter Jahrgang, aber die Arbeitskräfte, nee. Man tut, was man kann. Das reicht eben nicht. Doktors im Weinberg, das sind Zeiten.
Tag. Tag, Gunther. Tag, Jürgen. Was macht denn für einen Scheiß mit mir? Tut mir leid. Mein Alter ist heute Morgen ausgerastet. Der kriegt den Kabinett hier für 4,20 Mark den Liter. Aber wir beide waren uns doch einig. Du hast mir doch gesagt, du bist für den Einkauf zuständig. Ja, ich mach zwar hier die Organisation, aber mein Alter hat die Kohle. Am besten, wir vergessen die ganze Sache. Vergessen? Du bist gut, ich hab schon alles angeleiert. Tja. Kann ich nicht noch mal mit deinem Vater reden? Das wird wenig Zweck haben. Der ist stur wie ein Kotelett. Vor allem, wenn er ein paar Mark sparen kann. Jürgen, du fährst jetzt schnell nach Trier. Wir brauchen noch Bleche für die Spanferk. Ach, du hast Kundschaft. Vater, dann komm ich mal weiter. Das ist Gunther Zerfers. Aha. Der uns den teuren Wein andrehen wollte. Danke, Herr Bethke. Ja, was ist denn noch? Aus dem Geschäft wird nichts, habe ich doch schon am Telefon gesagt. Darüber wollte ich noch mal mit Ihnen reden. Also, da gibt's nichts mehr zu reden. Der Wein ist zu teuer. Aus. Also los, Jürgen. Sieh zu, dass du nach Trier kommst. Herr Bethke, der Wein ist nicht zu teuer. Das ist ein astreiner Kabinett, den kriegen Sie nirgendwo billiger. So. Ich habe heute Morgen 5 Fuder Kabinett für 3,90 Mark angeboten bekommen. Ihr Sohn hat doch gesagt 4,20 Mark. Bist du noch nicht in Trier? Schießt denn hier noch rum? Also schön. Könnte auch 4,20 gewesen sein. Du hast immer noch billiger als 4,50. Aber der Wein ist doch mit unserem nicht zu vergleichen. Wir haben nur beste Lagen. Ach, und du meinst, die Leute merken das? Auf dem Weinfest, nach 3 Bratwürstchen. Nee, mein Junge, wir wollen keine Weinprobe machen, sondern Kasse. Und die geht nochmal über den Preis. Haben Sie denn den anderen Vertrag schon fix gemacht? So gut wie. Es sei denn, es kommt einer, der billiger anbietet. Unter 4,50 Mark kriegen Sie nichts Vernünftiges. Ja, dann wird's wohl dabei bleiben. Schönen Tag noch. Ich kann Ihnen den Wein vielleicht für 4,40 geben. Das ist mein letztes Wort. Wiedersehen. Das ist mein letztes. Also gut, 4,20. Ich sprach von Unterbieten. Das Gebot habe ich schon. 4,15. Nun mach dich nicht lächerlich. Ich gebe dir 4,10 und wir sind uns einig. Also gut. Was soll ich machen? Na also, ehrlich gesagt, euer Wein ist mir sowieso lieber. Geliefert wird am Donnerstag frei zum Festplatz. Du und komm mir bitte nicht mit ein paar Bechern, ne? Ja, ja. Ach, Gunther? Ja? Ich zahle bar, vergiss also das Konto nicht, hm? Was? Das Konto bei Kommission? War doch nur ein Witz. Willst du ein bisschen Aufschnitt mitnehmen? Nee, danke. Gratis. Bad und ein weiches Bett. Ach, mein armer kleiner Doktor, du hast dich so wacker gehalten, ich muss dich loben. So eine lustige Heimfahrt haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Masenbach hat die Männer Wein gegeben. Na, das habe ich mir fast schon gedacht. Danke. Na, geht's noch? Also, wenn mich heute noch mal einer fragt, wie es mir geht, dann kriegt er eine unanständige Antwort. Also, Madame, dann gehen wir. Ja, bis morgen früh um 8. Matzenbach wird schon da sein. Sagen Sie das Ihren Leuten. Okay, słuchajcie, jutro o 8. On już na nas będzie czekał, okay? Dobrze. Matzenbach, Feierabend. Ach, jetzt ist er eingeschlafen. Hey, Otto. Hast du deine Betriebstemperatur überschritten? Hey, was ist denn los mit dir? Nichts ist los. Geht's dir nicht gut? Lass nur. Es geht schon. Otto, hast du was? Ja, nichts habe ich. Lass mich endlich in Ruhe. Was glotzt du denn so? Hab doch noch nie einen alten Mann im Fahrrad gesehen? Er sollte weniger trinken. Das sagt man ihm schon seit 50 Jahren. Keine Sorge, morgen früh ist er wieder der Erste hier. Ja, ja. Na, soll ich dir ein Bad einlassen?
heute ein bisschen viel für dich, was?